Ja, heute ist Sternstunde, oder? Das ist etwas, was es in Deutschland nicht so oft gibt im Moment. Genau, also haben wir erst frisch reinbekommen. Wenn man mal holt, das ist jetzt das Stevens E-Gateway in der neuen Version. Es gab es ja schon mal das E-Gateway mit einem Fazur-System. Jetzt sind wir auf dem TQ und nochmal wesentlich leichter wie früher. Ja, hat schon hier einen Lackschaden, die Kurbel. Guck mal, Tobi. Echt? Wo? Zeig mal. Guck mal hier, sind überall so Sprenkler. Siehst du das? Ja, das ist das Carbon, ne? Also haben sie das Material, zeigen sie auch ganz stolz. Also sogar die Kurbeln sind hier aus Carbon, nicht nur die Laufräder und der Rahmen, sondern auch die Kurbel. Okay, das heißt, das muss so sein. Ja, das ist die Optik. Also ich finde das auch ziemlich cool, weil, ja, sieht schick aus, wenn man es mal so reinguckt, wie so ein bisschen Camouflage-Look. Ist halt was Edles, ne? Ja, ich wollte hier nur verarschen. Natürlich ist das cool und das braucht man. Ist hier der Laufradsatz, ist auch aus Carbon, gell? Genau, auch Carbon. Genau, ziemlich edel. DT Swiss GRC 1400. Also der Laufradsatz alleine bestimmt schon 1000. Wie 1000 Euro? Genau. Der Satz? Genau. Sind da die Mäntel dabei? Nee, tatsächlich nicht. Krass. So, lass mal gucken. Also, fangen wir mal von ganz vorne an. Es heißt Hamburg. Nee, es heißt nicht Hamburg. Es heißt E-Gateway und designed und engineered in Hamburg. Da meinen die aber Hamburg, Germany. Genau, das Real German, das Real Hamburg, da haben die ja ihr Headquarter, ihren Sitz, wo das ganze Engineering läuft, so ein bisschen Reklamation und Service. Die Manufaktur ist nochmal woanders, also die Fabrik ist nochmal woanders, aber da ist so das Headquarter von denen. Sag mal, das Schloss hast du jetzt runtergenommen, warum denn? Ja, weiß nicht. Mach's mal dran. Ich zeig mal, weil das Schloss ist bei dem Fahrrad das Wichtigste, glaube ich, weil das will ich wirklich mit einem Billigschloss, ich würde es gar nicht abstellen. Sehe ich tatsächlich genauso. Also ich würde das Schloss einmal für die Versicherung kaufen und dann aber das Rad immer im Auge behalten. Ja, weil ganz ehrlich, das will ich nicht riskieren. Boah, ist das ein geiles Rad. Das heißt Vollcarbon, was wiegt denn das? 13 Kilo nicht mal, also 12,9. Und das ist halt für ein E-Bike schon extrem wenig. So, das ist aber kein Rennrad, sondern es sieht nur aus wie ein Rennrad. Klemm ich mal auf, für Leute, die sowas sehen, sagen, will ich haben. Du kannst damit auf Schotter fahren. Genau, also es ist ein Gravel-Bike, also für Schotter tatsächlich ausgelegt. Erkennst du an der ein bisschen breiteren Bereifung, also so 40, 45 mm breit in der Regel. Dann auch schon mit ein paar Stollen dran. Gibt es eine unterschiedliche Ausprägung. Hier haben wir noch so klassisch Mix, also kannst du auch gut Straße mitfahren. Aber es ist natürlich was ganz anderes als jetzt die dünnen Rennradreifchen. Preis von dem? Ja, das ist immer... Warte, sag mal nichts. Boah, geht doch noch. Nur, warte mal, wie kann ich denn das filmen, ohne dass meine Kamera hier kollabiert? Jetzt geht's. Also 6.399 Euro, aber ausstattungsbereinigt ist das ja, das ist ja ein Schnäppchen. Also es gibt manche Marken, die fangen bei 6,7 erst an in dem E-Gravel-Bereich, bei diesem Gewicht von 12,9, weil das halt wirklich mega, mega leicht ist. Das hat auch eine sehr gute Ausstattung. Also wir haben hier eine GRX 822er. Wir haben einen kompletten Voll-Carbon-Laufsatz von DT Swiss. Und das Ding ist halt, also guck dir mal die Gabel an. Das ist eine Carbon-Gabel, wo du Low-Rider-Aufnahmen hast. Also man kann hier Taschen dran machen, wo man normalerweise schon bei den normalen Bio-Gravels nicht machen kann. Darf ich hier mal sehen, so eine Tasche? Hast du eine? Da muss ich jetzt mal gerade gucken. Da warst du nicht drauf gefasst jetzt, oder? Nee. Aber das ist ein guter Punkt eigentlich, weil wir sprechen das mal öfters an bei Stevens Rädern. Da müsste ich jetzt die Katja mal fragen, wo die hin hat, weil das ist eher so selten. Hast ein Foto mal auf deinem Handy, dass wir das mal sehen. Also es geht um Folgendes, ich muss das mal aufklären. Ein solches Fahrrad wird immer schon mal gerne, du kannst gerne hier vorbei, wenn du möchtest. Ein solches Fahrrad wird gerne als Reiserad verwendet, weil dieser Rahmen so zäh und so stabil ist, oder? Ja, genau, das ist auch die Idee dahinter, so Adventure-Allround-Rad zum Schnellfahren, aber auch für die Reise. Sag mal, irgendeins, ist jetzt egal, wenn man hier einen Wettbewerber sieht. Lowrider-Tasche. Wie nennt die sich? Lowrider, oder? Genau, aber das Internet, ich muss jetzt auf Mobil mal zurückgehen, hier haben wir, aber gut, hier zeigt er das ja schon. Ah, da haben wir eine. Ganz klassische Forkback. Nee, nochmal, kann ich nicht hören. Jetzt. Ganz klassische Forkback tatsächlich. Hier siehst du es, wie es dann aussieht, wenn sie vollgepackt ist. Kannst du mir einen Gefallen machen, wenn du mal Deutsch mit mir sprichst, eine Forkback. Eine Tasche für die Gabel vorne, genau. Genau, eine Tasche für die Gabel und das ist so eine Tasche für die Gabel. Genau, also das ist der absolute Klassiker. Also von Ortlieb gibt es die Bikepacking-Reihe. Also tatsächlich halt dafür gedacht, wie das schon so ein bisschen angedeutet, dass du halt wirklich das Rad als Reiserad ausstattest und alles mit Gepäck vollpackst, was am Rad irgendwie frei ist. Wie geht denn die auf, die Tasche?
Die ist tatsächlich gewickelt. Sobald die dreimal rumgeschlagen ist, ist er auch absolut wasserdicht. Und es kann jetzt in Strömen regnen, passiert nichts. Genau, also hast hier so eine Plastikkante, da wird die rumgeschlagen und die dreimal gewickelt ist, dann kommt da nichts mehr rein. So, also Reiserad. Es gibt ja eigene Leute, die damit auf Weltreise gehen. Das heißt, die nehmen sich so ein Fahrrad, fahren einmal durch ganz Deutschland durch und da brauchst du jeden Platz, den du hast. Und ein bisschen blöd ist, wenn das Gepäck nur hinten ist, dann ist das Gewicht dann ungleich verteilt. Genau, also es ist immer praktisch, wenn man nicht alles auf der einen Seite hat oder auf der anderen Seite, nicht nur vorne, nicht nur hinten. Wenn man das alles gut verteilt, fährt sich das Rad auch angenehmer. Gepäckträger gibt es von Stevens direkt? Ja, man kann sich auch andere Gepäckträger holen, muss jetzt nicht unbedingt einen von Stevens haben. Also da gibt es die Möglichkeit, dass man da so SKS-System hat oder von Toppi gibt es welche, die hier so dran gehen. Aber es gibt da eine feine Lösung, die hier auch an dem hinteren Hinterbau dran geht, wo dann hier auch schön aufgestützt wird, wo schnell installiert wird. Das ist auch immer praktisch. Gut, wenn du natürlich so schwer bepackt bist, ist natürlich so eine Motorunterstützung besonders schön. Also das heißt, du kannst ja locker hier auf das Fahrrad, schätze ich mal, so 30, 40 Kilo Gepäck draufpacken, wenn du es ordentlich verteilst. Und der Motor, der gibt dir ein bisschen Rückenwind oder kann der noch mehr? Der gibt bis zu 300 Watt Unterstützungsleistung dazu. Das heißt, das ist schon nochmal eine gute Power-Unterstützung für an Bergen oder wenn du halt Gewicht drauf hast. Und du kannst das Rad mit fast 120 Kilo beladen. Mit dir selber. Mit dem Fahrer. Wenn du was lieb bist, mach mal an, den Motor, dass man das sieht. TQ kommt aus Bayern. Ist eine bayerische Firma. Genau, ich glaube auch aus der Nähe. Nee, nicht Bodensee. Woher kommen die nochmal? Ach, ich vergesse immer. Auf jeden Fall sind die dort unten in Bayern und haben ja schon eine Expertise aus dem Automotive-Bereich. Und hier ist es so, dass die den bis jetzt kleinsten Mittelmotor haben, der am leisesten ist und den kleinsten Q-Faktor hat. Also der Q-Faktor ist ja, wenn die Pedale, der Abstand, also der Zwischenraum hier zwischen den einzelnen Kurbeln. Ne? Und da ist das Ganze schon ziemlich klein und kompakt. Und er ist halt sehr linear. Das heißt, du trittst rein und er gibt nicht so dynamisch Power rein, sondern es ist wie so eine unsichtbare Hand, die dich hinten so schiebt. Also du merkst es nicht richtig. Ich kenne das. Ich war auch mal Messdiener und da hatte ich auch das Gefühl, es war so eine unsichtbare Hand, die mich begleitet hat im Leben. Aber Spaß beiseite, das ist eher, ich glaube, man muss mal fahren, oder? Muss definitiv fahren. Es fühlt sich tatsächlich sehr, sehr leicht an, wie ein ganz normales Fahrrad. Und dann, wenn du am Berg bist, dann merkst du ein bisschen, ah ja, der Rückenwind oder der beste Tag im Jahr. So fühlt es sich dann an. Nochmal beschreiben, gibt es diesen Punch vom CX hast du nicht? Nee, definitiv nicht. Ne? Also er kommt ganz kultiviert, ganz sanft, unterstützt er dich, der Motor. Und gerade in den unteren Unterstützungsstufen fragst du dich auch manchmal, okay, kommt da schon was oder nicht? Und wenn du dann aber guckst, wie du normalerweise reintrittst, wie viel Watt du gerade reingibst. Das Coole ist, man kann es ja abschalten und dann merkst du es ja schnell. Also es ist aber so sanft, dass es dir gar nicht auffällt. Oder? Genau, also dieser klassische Bosch CX-Push, den hast du gar nicht. So, wir werden das Ganze jetzt mal ausprobieren. Vorab mal ein paar Details. Wie wird denn hier geschaltet? Also dieses Video richtet sich jetzt nicht an Leute, die sowas dauernd fahren. Also bitte kommt mir jetzt nicht und sagt, muss man doch wissen. Ich glaube, eine normale Schaltung funktioniert ja anders. So, und hier wird wie geschaltet? Schwerer und leichter. Also am Bremsgriff, am STI selbst, so heißt diese Geschichte, kannst du an dem Hebel einfach den Gang schwerer schalten und so kannst du leichter schalten, aber wenn ich drücke, habe ich ganz normal meine Bremse. Gerade wenn man es zum ersten Mal ausprobiert, passiert das auch mal gerne, dass man beim Schalten aus Versehen bremst. Ganz normal muss man sich kurz dran gewöhnen. Und von oben, wenn ich das oben halte? Ja, dann musst du im Prinzip, je nachdem wie lang deine Finger sind, genau. Umgreifen. 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 Jetzt habe ich ja nur ein Kettenblatt. Also ein Paket habe ich ja. Ich habe ja nicht vorne ein Paket und hinten ein Paket. Das heißt, die Funktion wäre auf dem linken Griff genauso, die ist aber nicht belegt, oder? Genau, das sieht man ja direkt schon. Hier haben wir gar keine Hebel mehr zusätzlich dran. Dementsprechend haben wir ja einfach nur eine Bremse. Okay, das heißt, hier vorne wird geschaltet. In der Praxis hat sich das bewährt, oder? Das. Ja, also wenn du vorne ein Kettenblatt halt hast, wo nur kein Umwerfer ist, wo du nur ein Kettenblatt hast, dann langt das so. Momentan ist ja so, ist so die Meinung nicht so ganz klar. Es gibt viele Leute, die schwören darauf, einfach 12 langt, auch bei den normalen Bio-Gravel-Rädern, also bei den Nicht-E-Bike. Und dann gibt es aber auch viele, die sagen, ich hätte doch gern ein zweites Kettenblatt, so 2x11 wäre doch besser, dass ich da nochmal, wenn es richtig steil wird, nochmal verkürzt, also den anderen Gangwechsel machen kann. Es beim E-Bike, sag ich mal, ist das hier vollkommen ausreichend. Tobi, komm mal zu mir.
Wo ist denn jetzt der bauseitige Unterschied von der GRX zur zur Deore? Ja, zur Deore, genau, zur Deore. Kann ich dir gar keine im Detail nennen. Die Systeme sind untereinander auch kompatibel. Echt? Genau, also du könntest auch eine Mountainbike-Kassette fahren. Ich glaube hier, ja, da haben wir sogar eine XT-Kassette schon drauf. GRX ist ja die Gravel-Gruppe von Shimano tatsächlich, also originär für Gravel gedacht. Und die funktioniert halt auch wunderbar mit den Mountainbike-Komponenten. Also da kann man auch relativ fröhlich durchtauschen, um dann eben auch eine größere Bandbreite hinzubekommen. Das heißt, normalerweise ist die Kassette ja kodiert mit der Steigung und allem drum und dran. Das ist kompatibel. Genau, das ist kompatibel. Krass. Also du kannst mir gar nicht genau sagen, wo jetzt genau der Unterschied ist. Also die eine, nicht dass sie nur heißen, die eine ist GRX und die andere heißt, Gott, ich habe den Namen vergessen, von der bekanntesten Schaltgruppe der Welt. Zwölffach XT. So, XT gibt es schon seit 30. Ich werde einfach alt. Ja, also ich kann dir tatsächlich den Unterschied im Detail gar nicht sagen. Da müsste ich dir jetzt die Jungs aus der Werkstatt schicken. Für mich ist es tatsächlich wichtig, dass es kompatibel ist mit Mountainbike-Komponenten, gerade weil du eben auch einmal 12 fahren kannst und da macht eine große Spreizung ja durchaus Sinn. So, und da vorne hast du Bremsen. Mittlerweile natürlich im Rennradbereich eine Scheibenbremse nicht mehr wegzudenken. Gibt es Nachteile, also dass man sagt, hey, eine Felgenbremse wäre doch besser? Nee, eigentlich nicht. Also der Siegeszug von den Scheibenbremsen ist auch relativ eindeutig. Du bekommst Felgenbremsen auch im Rennradbereich eigentlich nur noch bei der absoluten Einstiegsklasse. Das ist noch ganz cool, wenn du jetzt eine Fahrradflotte vermietest und die oft servicen musst. Da geht es halt mit den Felgenbremsen ein kleines bisschen leichter. Die funktionieren auch, gar keine Frage. Aber Scheibenbremsen sind einfach, die beißen viel stärker zu. Was hat denn die Batterie für eine Kapazität? 360 Wattstunden. Ist tatsächlich relativ ordentlich für das System, weil der Motor braucht nicht viel. Die ist wo, die Batterie? Die ist hier integriert im Unterrohr. Es gibt einen Range Extender? Genau, Range Extender gibt es auch nochmal dazu. Du könntest theoretisch auch hingehen und dir zwei Range Extender auf die Flaschenhalter montieren. Du kannst natürlich immer nur einen anschließen, aber die Möglichkeit wäre da. Also, wenn ich jetzt ein Reiserad habe, kann ich mir zwei Reservekanister mitnehmen. Die wiegen auch nicht viel. Was kosten die? UVP habe ich gar nicht im Kopf, ehrlich gesagt. 400. Knapp 500 und dann brauchst du halt noch Kabel, nochmal 30, einen Flaschenhalter, wo es drauf passt. Ja, wirst du so 550 ungefähr schon rechnen müssen. So, wir haben ja unser Testkind, Lucien. Magst du es mal fahren? Du wolltest mal was sagen? Genau, also wir sind hier das Ding Test gefahren letztes Jahr und man kann wirklich sagen, die Ladung im Akku, im Rahmen, also der reicht dicke. Also wir sind mit Range Extender gefahren. Was sind wir gefahren? 60, 70 Kilometer auf einem relativ hohen Niveau. Das heißt, die Leute, die mitgefahren sind ohne Motor, waren semiprofessionelle Rennradfahrer und die haben uns da schon durch die Gegend geprügelt. Und wir sind, klar, durch die hohe Durchschnittsgeschwindigkeit sind wir über 25 oft gefahren, aber auch gute Ansteigungen. Und ich glaube, über wie viele Höhenmeter waren es schon? 1200, 1500. Und das Ding war nicht mal halb leer. Und das war ohne Range Extender. Also das heißt auch, Ungeübte können jetzt mal Berge hochfahren, ne? Genau, also du merkst es halt hauptsächlich im Anfahren und dann bei den Steigungen. Wie Lucien schon sagt, die Durchschnittsgeschwindigkeit auf den Bikes in der Regel eh in einem Bereich, wo der Motor nicht mehr unterstützt. Du bist halt einfach sehr schnell unterwegs und dementsprechend brauchst du auch gar nicht so viele Wattstunden. So, jetzt sind hier so Striche, was haben die zu bedeuten? Das ist tatsächlich die Kapazität vom Akku, da siehst du halt einen Ladestand mehr. Und die Stufe, Unterstützungsstufe? Die siehst du mit einem Kreis eingeblendet. Das ist jetzt die niedrigste Unterstützungsstufe, mittlere. Und die höchste Unterstützungsstufe. So, jetzt, wenn du mal so lieb bist, halt mal die Kamera. Ich fahre das Ding jetzt mal. Ich bin jetzt mal echt gespannt. Jetzt habe ich so viel von euch, ja, schieb wie die Hand Gottes von hinten. Ich will es mal selber testen. Ich gebe dir mal das Mikro. Test, hallo Leute. Du hast mich drauf, guck mal durch. Mhm. Du wolltest ja schon immer mal so eine Kamera halten, oder? Ja. Gut. Also erstmal. Das ist ja mega. Guck mal hier, wie leicht das ist. Das ist und ich bin jetzt nicht geübt. Also ich kann ja auch hier so ein bisschen. Ist schon leicht, oder? Dann ist auch hier von der. Das mag ich ja auch, wenn irgendwie nichts klappert. Das ist gut 6.000, was kostet? Ja. Okay. So, komm mit. Hochhalten. Ein bisschen höher. Genau. Sehr schön. Tut schon weh? Nee. Gut. Ich habe mir nämlich schon die ganze Zeit überlegt, ich brauche nämlich so ein Gravel-Bike. Ja, und da ich euch ja gut kenne,
Ich muss mal ganz kurz hier rübergehen. Ist jetzt hier auf Vollgas, oder? Das ist jetzt Vollgas. Allerdings in der App ist es jetzt noch nicht hochgezogen, ist jetzt noch auf der minimalen Unterstützung. Könnte ich dir noch ein bisschen schneller einstellen, aber so ist es eigentlich gedacht, ja. Okay, ich fahr mal. Also was mir schon mal auffällt ist, dass das Fahrrad nicht so bockhart ist. Also du hast normalerweise bei den Rennrädern, wenn du jetzt schon hier über die über das Pflaster fahren würdest, würdest du schon jeden einzelnen Stein merken. Das merkst du gar nicht. Genau, also es flext tatsächlich schön mit und das liegt halt auch viel an den Carbon-Komponenten. Die fangen da nämlich viele Stöße schon ab. So, und ich fahre mal eine Runde. Mal kurz mal sehen. Es geht! Was du halt extrem merkst, ist, dass die Motorleistung setzt richtig krass ein. Ich habe gedacht, es wäre weniger. Also du merkst es voll, wenn du gerade hier hochfährst. Also normalerweise müsstest du ja richtig stramm treten und das ist nicht der Fall, sondern es schiebt so ein bisschen, oder? Genau, also du merkst halt wirklich, dass du schön beim Anfahren unterstützt wirst und wenn du mal einen kleinen Hügel, einen Berg nehmen musst, da hast du halt diesen Rückenwind dann auch und das ist halt der große Vorteil gegenüber vom Biobike, ne? Also gerade dann, wenn du es am meisten brauchst, da hast du halt kurz den Push. Wie leicht, das ist krass, ja. Oder? Kannst du so den ganzen Tag kannst du rauf und runter machen. Einen Ständer würde ich mir noch dran machen, geht das? Ständer? Würden wir wahrscheinlich sogar hinbekommen, leider. Gehört natürlich beim Gravelbike nicht unbedingt dazu, aber hier sehen wir, die Aufnahme ist möglich. Wir haben auch eine Aufnahme für Gepäckträger, also auch wenn du das jetzt als Commuterrad, also für Weg zur Arbeit, Weg zur Uni nutzen willst, das wird funktionieren. Wir können auch ein Schutzblech dran bringen. Wäre alles vorgesehen. So, halt mal fest. Ich hole mal die Kamera wieder. Ja, vielen Dank. Also der ist das erste Mal TQ in meinem Leben. Und es muss ja immer das erste Mal sein. Oh, ist schwer. Warte mal, ich mache mal die Kamera wieder dran, dass ich euch kriege. Aber ganz ehrlich muss ich zugeben, ich bin schwer am Liebäugeln mit einem E-Gravel, weil das ist nochmal eine ganz andere Art, wie mit dem Mountainbike unterwegs zu sein, weil du kannst überall fahren. Was ich toll finde, ist das große Luftvolumen. Du merkst richtig, wie das flext, also hinten. Du hast ein bisschen Federung. Ja klar, also du merkst halt schon, dass das jetzt nicht die ganz dünnen Rennradreifen sind. Wie gesagt, das Material, was verbaut ist, ist auch alles Carbon. Das flext auch ein bisschen mit. Also es ist nicht so bretthart, wie man vielleicht denkt. Also liebe Firma Stevens, schickt mir doch mal so ein Rad für 4 Monate. Dann mache ich euch auch einen schönen Test darüber. Kriegt es auch wieder zurück, das Rad. Am Stück weiß ich noch nicht, es ist irgendwie. Der Motor von TQ ist, glaube ich, erklärungsbedürftig. Ist nicht vergleichbar mit dem Bosch CX, sondern es ist eher so, dass du ihn gar nicht merkst. Der ist einfach immer da, wenn du ihn brauchst. Der ist da, wenn du ihn brauchst. Du merkst aber nie den krassen Push. Du merkst auch nicht das krasse Gewicht. Also das ganze System ist ja super, super leicht. So unter 2 Kilo mit allem drum und dran. Das ist schon ein Benchmark, was Gewicht und Bauform angeht. Und es ist halt wirklich das Gegenkonzept, ne? Schön, da ist es. Und das Ganze bei Konrad, dem Fahrradladen. Und den gibt es in diesem Jahr 40 Jahre? Ja, nicht ganz 30, aber ist auch schon eine Zeit. Ja, 30 Jahre. Ihr habt im zarten Alter von 2 Jahren den Laden aufgemacht. Nee, ihr habt den Laden übernommen vor 4 Jahren. Und der wurde aus Altersgründen verkauft. Ich glaube, der alte Eigentümer ist noch mit dabei. Ab und zu mal, aber er genießt den Ruhestand? Genau, so langsam aber sicher zieht er sich tatsächlich dann in den aktiven Ruhestand auch zurück. So, und da ist es. Und ich glaube, die Räder gab es vor 4 Jahren noch gar nicht, diese E-Gravels, oder? Nee, das ist jetzt tatsächlich für 2024 der Durchbruch von denen. Also es gab natürlich in den letzten 2 Jahren so Hybride, wo man dann einfach ein CX oder ein EP8 reingesetzt hat, aber so richtig, dass man das konsequent durchgezogen hat, wie jetzt mit dem absoluten Leichtbau, der Vollintegration, mit dem leichten Motor, das gibt es jetzt erst so seit Neuestem. Schön. Also wenn da mal irgendwas servitiert wird, sag mal, gibt es das auch mit elektronischer Schaltung auf Wunsch? Das gibt es auch. Jetzt von Stevens in der Variante erstmal nicht. Aber können wir natürlich auch nachrüsten. So, was sieht man hier? Ich wollte jetzt nur dem Zuschauer ein bisschen zeigen, dass man hier im Menü auch noch was anderes sehen kann als Akku und Geschwindigkeit. Das ist Rounds per Minute, also in Englisch Runden Trittfrequenz pro Minute. Dann haben wir hier, wenn man zweimal schnell drückt, die Prozente nochmal als Zahl. Diese 3 Balken sind ja 30%. Wenn ich nochmal zweimal schnell drücke, Kilometer, wie viel ich gefahren bin, nochmal.
Und dann sehe ich meine Wattzahl, die ich reintrete und die, die das System dazu gibt. Und das gibt es nur bei TQ. Okay, das heißt, da gibt es einen Drehmomentsensor, der misst die eigene Kraft und die zugegebene Kraft. Ja. Kenne ich ja aus dem Rennrad. Da gibt es ja auch so Kurbeln, die einen Drehmomentsensor eingebaut haben. So ähnlich ist das genau, in den Pedalen drin sind. Genau diese, gibt es ja auch zum Nachrüsten von Garmin oder sowas, ja. Ist hier kalt, es regnet? Es ist frisch für den 17. April. Ja. So, aber der April, der weiß nicht, was er will. So, tschüss bei Konrad. 17. April 2024 in Kaiserslautern, K-Town. Leute kommen übrigens aus ganz Deutschland zu euch. Die A6 ja, macht es möglich, genau. Ja, was macht denn euch aus? Warum lassen die so viele Fachhändler auf der Strecke, wenn die zu euch kommen? Das müsste man die Kunden fragen. Also viele, die kommen halt ganz gerne auch zu uns, weil wir halt eine umfängliche Beratung haben mit Vermessungsstation, Laservermessung, Fitting. Dann haben wir halt auch eine ziemlich gute Werkstatt, Meisterwerkstatt und legen da auf einen hohen Fokus. Und bei uns kann man halt auch alles so ausprobieren. Wir erklären ganz gern. Viele sind natürlich auch schon gut vorinformiert durch unsere Videos und brauchen dann noch den Feinschliff hier im Laden für so Spezialisten-Fragen. Also wirklich, dann geht es auch im Detail, was halt individuell personenbezogen ist. Die werden ja stark geleased. Habt ihr die Leasingfirmen alle an Bord, die wichtigsten? Ja, wir haben eigentlich alle Leasinggesellschaften an Bord. Und ja. Tschö.